Das ist Loch 3 hier in Nüttetsburg und da ist viel Gefahr. Auf der rechten Seite haben wir weiße Pfosten, auf der linken Seite ist ein rotes Penalty Area. Übrigens, falls du über die Regeln von Penalty Area was lernen möchtest, dann schaut mal unbedingt meine Regelkunde-Serie auf diesem Kanal. Ich habe gerade ein Video gedreht und es ging über rotes Penalty Area. Vielleicht schaust du dir das an. Link findest du unter dem Video. So, der Griff ist so wichtig für uns alle Golfer. Und du musst auf jeden Fall in der Lage sein, den Griff richtig gut neutral zu greifen. Ich denke immer an die Faust zwischen Daumen und Zeigefinger, dass sie zwischen Kinn und rechte Schulter zeigen. Natürlich muss der Schläger in den Fingern liegen. Aber wenn du mehr über den Standardgriff lernen möchtest, dann schau mal unter dem Video, da habe ich auch einen Link dafür. Aber was ich dir sagen möchte, obwohl du nicht so lange dabei bist, Golf zu spielen, darfst du und solltest du deinen Griff variieren. So, wenn du hier stehen würdest und diese Auslinie rechts sehen würdest, wenn du eine Tendenz nach rechts hast, dann ist das natürlich eine sehr angsterregende Situation. Aber du kannst, bevor du den Schlag machst, beide Hände nach rechts drehen. Und so wirst du viel leichter den Schläger schließen und den Ball gerade schlagen, beziehungsweise nicht in das rechte aus. Wenn du zufällig einen Ball nach links schlägst, dann solltest du die Hände nach links drehen. Und so wirst du deinen Ball nicht nach links schlagen. Naja, wahrscheinlich. So, immer die Hände in der Richtung drehen, in der der Ball nicht fliegen sollte. Merkt ihr bitte den Satz. Und das ruhig auf dem Platz tun. So, ich bin, sagen wir mal, ein Slicer. Ich stelle mich gerade hin, aber drehe meine Hände nach rechts. Und jetzt weiß ich, der Ball kann nicht nach rechts fliegen. So, danke für das Zugucken. Falls du was von diesem Video bekommen hast, falls du profitiert hast, bitte abonniere Golfen mit Freude.